Android auf dem Touchpad von HP. Der CyanogenMod-Hack befindet sich noch in einem Alpha-Stadium, dennoch läuft die inoffizielle Android-Portierung für das Touchpad von HP erstaunlich stabil. Die Installation ist derzeit nicht trivial und benötigt einige Vorbereitungen. Vor allem sollte die Seriennummer des Gerätes notiert werden. Bei einer fehlgeschlagenen Installation stellt HP dann ein offizielles System-Image zur Verfügung. Auf Servern im Internet befinden sich die Dateien, die für die Installation von CyanogenMod 7 auf dem Touchpad benötigt werden. Dazu gehören ein Installer, zwei System-Images und der Bootloader mBoot, der später Android 2.3.7 oder das ursprünglich installierte WebOS startet. Zusätzlich müssen die Treiber für den Zugriff auf das Touchpad installiert werden. Fehlermeldungen der Software können ignoriert werden. Dann müssen die Archivdateien, die die Images und den Bootloader enthalten, in ein spezielles Verzeichnis auf dem Touchpad über USB kopiert werden. Später holt sich der Installer dort die Dateien ab. Für die Installation muss das Touchpad in den Wartungsmodus versetzt werden. Dazu wird das Gerät mit gleichzeitigem Drücken des Ein- und Ausschalters sowie der Lautstärke-Oben-Taste gestartet. Sobald ein USB-Symbol erscheint, kann der Installer von einem Rechner aus in den Speicher übertragen und dort ausgeführt werden. Nun läuft der Installationsvorgang automatisch ab. Zunächst legt der Installer neue Partitionen an und installiert die beiden Images und den Bootloader. Ist die Installation abgeschlossen, kann das Touchpad vom Rechner abgestöpselt werden. Im Bootloader kann mit der Lautsprechertaste zwischen den verschiedenen Optionen gewechselt werden. Über das installierte Bootmenü kann das neu installierte Android 2.3.7 gestartet werden. Dort fehlen zunächst die Google-Apps, darunter die Software für den Zugriff auf den Android-Market. Diese lässt sich erst installieren, wenn auch Software unbekannter Herkunft auf dem Touchpad erlaubt ist. Danach wird die benötigte Google Apps-Datei aus dem Internet geholt. Schließlich wird bei einem Neustart in die Entwicklungsumgebung Clockwork Mod gewechselt und dort die heruntergeladene Datei ausgeführt. Jetzt lässt sich ein Google-Konto einrichten und der Android Market nutzen, um weitere Applikationen zu installieren. Ein Uninstaller kann sämtliche Installationsschritte rückgängig machen und selbst die Partitionen, die für Android angelegt werden, wieder löschen. Insgesamt läuft CyanogenMod 7 auf dem Touchpad weitgehend stabil. Die Probleme mit dem Aufladen über das Cradle sind behoben. Das Gerät lädt aber direkt über ein USB-Kabel deutlich schneller. Auch die WLAN-Verbindung ist noch etwas wackelig und bricht oftmals ab. Sie kann aber über die Einstellungen des Geräts mit Reaktivieren schnell wiederhergestellt werden.